Echter Patientenfall, Rose Fröhlich, abnehmen mit dem Ernährungsmaß. Für viele, die mich nicht kennen, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung eigener Praxis. Ich soch immer eure Ernährungstante. Also, zurück zum Patientenfall. Ich hatte eine Patientin, die in die Beratung kam, in Richtung gesunde Ernährung zum Abnehmen geben wollte. Und dann sind wir eingestiegen, weil sie mich gesehen hatte in Social Media. So war sie dann auch bei mir gelandet. Und an der Stelle, was nämlich das Ernährungsmaß ist. Sie hatte allerdings noch nicht so viel gelesen, sondern da sie den Termin hat, hat sie gesagt, sie wartet mal ab. Und in dem Zusammenhang dachte ich, Mensch, das ist doch mal schön, kann ich euch ja mal alle noch mal etwas mehr über das Ernährungsmaß erzählen. Also, Rose Fröhlich Ernährungsmaß kommt von mir und der Hintergrund ist, dass ich sehr häufig gefragt wurde, was ist überhaupt eine Portion, wie viel kann ich wovon überhaupt essen, wie kann ich das umsetzen, ich will nicht abwiegen, ich will keine Kalorien zählen. So ist das Ernährungsmaß überhaupt entstanden. Und zwar sind in dem Ernährungsmaß, das ist ja der sogenannte Fächer, es gibt ihn auch digital, dass ihr ihn auf dem Handy, auf dem Laptop, dass ihr ihn sozusagen auf dem PC auch nutzen könnt. Ich habe Patienten, die haben den schon mitgenommen zum Einkaufen zum Beispiel. Oder man kann ihn in die Tasche stecken. Für alle die, die ihn nicht zum Abnehmen nutzen wollen, kann man ihn natürlich auch für die Beratung oder ähnliches nutzen. Und zwar, was haben wir? Wir haben hier unten verschiedene bunte Kategorien und ihr habt, wie ihr seht, hier Bilder drauf. Das heißt, der Fächer selber ist so gestaltet, dass ich einen Teil Text habe, dass ich aber auch mit Bildern genau alles ablesen kann in den verschiedenen Kategorien. Ich muss nichts abwiegen. Wir nehmen Alltagsgegenstände, Becher, Löffel, Tasse, um sozusagen die Portionsmengen zu definieren. Es gibt noch die Hand. Es gibt die Hand als Handfläche oder die Hand als Handteller, womit man sozusagen die Portionsmengen definieren kann. Das heißt, auch wenn ich im Restaurant bin, wenn ich in der Kantine bin, wenn ich unterwegs bin, habe ich die Möglichkeit, mit dem Fächer arbeiten zu können, beziehungsweise die Portionsmengen umzusetzen. Ich hatte heute eine Patientin, die auch erzählte, fällt mir gerade so ein, dass sie das im Urlaub genutzt hat. Also, deswegen, Fächer kann man mitnehmen oder digital, dann habt ihr es auf dem Handy. Bei den Portionsmengen ist es so, dass man Lebensmittel natürlich austauschen kann. Es sind im Schwerpunkt Grundnahrungsmittel und für alle, die gerne Schokolade essen oder Süßkram, ist natürlich auch drin. Ihr habt für Getreide, für Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, für Milchprodukte, für Süßes, für Verfeinern. Es gibt eine Kategorie gelegentlich, was man pro Woche nutzen kann. Da gehört zum Beispiel die Schokolade zu oder Nüsse sind die Empfehlung mit drin. Ihr habt die Empfehlung für Gemüse, ihr habt die für Obst, ihr habt die für die Milchprodukte wie Käse, wie, was fällt mir noch ein, Joghurt, Quark, für die Milch. Das heißt, ihr habt ganz viele Grundnahrungsmittel und da das hier der neue Fächer ist, brauche ich immer einen Moment Zeit, das hier zu drehen. Genau, Getreideflocken, Milch, Milchprodukte, dann haben wir Süßes, dann haben wir hier Streichwurst, Streichfett, Käse. Das heißt, ihr habt verschiedene Kategorien und auch auf der Rückseite ganz viele zusätzliche Informationen zu der jeweiligen Kategorie. Das heißt, ihr könnt am Ende nachher die Portionsmengen selber auf eurem Teller bestimmen und habt dann die Möglichkeit, einfach eine gesunde Ernährung umzusetzen. Und in diesem Falle bei meiner Patientin war es so, dass sie den Wunsch hatte, auch der Gewichtsveränderung. Was immer gut funktioniert, ist bei der Gewichtsveränderung die Eiweißlast auch nochmal anzuheben. Also nicht nur das, was im Fächer ist, sondern da kann man tatsächlich auch bei den Milchprodukten oder Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei mehr nutzen. Die kann man sich gegenseitig austauschen. Ansonsten habt ihr viel zu essen drin. Das heißt, es ist keine Sparversion, es ist kein Verbot, sondern es geht rein um die Portionsmengen und um das Gestalten der eigenen Speisen nach Wunsch und vor allen Dingen auch nach Geschmack. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen was über das Ernährungsmaß wisst. Wenn ihr Rose Fröhlich googelt, findet ihr es automatisch. Ansonsten Etsy Shop könnt ihr gerne gucken, gibt es digital oder wir schicken es euch per Fächer zu. Ja, wer Lust hat, möchte gerne in die Ernährungsberatung kommen. Ich freue mich auf euch. Ganz liebe Grüße erstmal an alle, die mich kennen, natürlich nochmal besonders und alle, die zugehört haben. Ja, bis zum nächsten Mal für alle. Ganz liebe Grüße, eure Sandra.